Moin, hier sind wir wieder aus dem Shisha Basement. Heute mit einer neuen Folge und einem neuen Tabak. Der Debash Samba. Tommy, du kannst den ja, ne? Hier ist die UVP. Der Schnitt. Oh, mittel bis fein. Ein paar Ästchen sind drin. Du kannst mal zum Geruch kommen. Ja, erzähl du mal vorher zur Shisha. Ich muss noch mal. Wir rauchen eine Kaya PNX 590, Glasrostsäule, Zebra Bowl und den Freddy K-Kopf, die Saphir Power Bowl. Mit drei Tom Kokocha Gelb und den Kaya Black Magic Stick. Und was, wie findest du ihn vom Geruch her? Ja, also erstmal ist die 200 Gramm UVP. Haben wir gekauft in Warnemünde im Amun Shop. Wie alles, was wir momentan kaufen. In dem Tabak sollen 14 verschiedene Fruchtsorten drin sein. Und ganz ehrlich, nach Frucht riecht mir das hier gar nicht. Also der riecht feucht. Der riecht feucht. Der riecht einfach nur kalt. Ja, ein bisschen, keine Ahnung, das riecht wie. Wie alles. Der riecht, als wenn da irgendwas zusammengewürfelt wurde. Ja, das ist halt auch so, ne? Ja. Ja, also es hat eine leicht Kältenote und ja, die Frucht, die hat sich versteckt hier. Die findet man nicht. Also im Geruch nicht wieder. Wir rauchen seit 20 Minuten ungefähr. Ja, der braucht ziemlich lange beim Anrauchen. Ach, die Rauchermischung geht so, also es gibt bessere Sorten, die besser rauchen. Ich denke mal, das liegt daran, weil der ist ziemlich feucht, das ist Produktion von jetzt November. Also, ja, zum Geschmack, Tommy. Sag mal was dazu. Also man schmeckt eine leicht Blaubeernote raus und da hat man halt die Frische, also so eine Eisnote. Also man hätte auch hinschreiben können, Eis, Blaubeere oder so, aber es sind. Also aber irgendwas anderes ist da noch drin. Ja, aber es ist undefinierbar, finde ich. Es ist undefinierbar, der Geruch und der Geschmack, also. Ja, also vom Geschmack her, also ich schmecke die Blaubeere auch raus, aber da ist noch irgendwas, was ich auch noch mit rausschmecke, also, aber ich kann nicht sagen, was das ist, also. Auf jeden Fall, der. Riecht komisch, der schmeckt komisch. Ich will nicht sagen, dass er scheiße schmeckt. Nee, ist ja nicht so. Also, er schmeckt schon gut, aber ich weiß halt nicht nach was. Das habe ich heute im Auto gesagt, der riecht hier wie diese Gummitierchen, diese Schlangen, die es damals gab. Aber keine Ahnung, ich kann das einfach nicht definieren hier. Ich weiß ja nicht, Kameramann kann ja mal dran riechen. Kann ja mal. Er kostet auf jeden Fall 17,50, 200 Gramm. Gibt es noch. Gibt es noch 50 Gramm, 500 Gramm und 1 Kilo Packung. Zurzeit sind 42 verschiedene Sorten. Hier kannst du mal riechen. Und 42 verschiedene Sorten erhältlich. Kommt aus Dubai der Tabak. Und also bis jetzt habe ich nur 200 Gramm gesehen von dem Tabak. Also 50 Gramm habe ich noch gar nicht gesehen. Und damit wissen wir auch nicht, wie die Preise so sind bei 50 Gramm. Also ich glaube 4,95 oder 4,50, denke ich mal. Ja, was riechst du da aus? Für mich riecht der wie die Orbit Fresh Mint Kaugummis. So wenn du zwei, dreimal mehr dran schnüffelst. Das riecht der wie Orbit Kaugummis. Fresh Mint. Aber man kann ihn mal probiert haben. Also ist jetzt keine. Also Kaufempfehlung ja, wenn man den probieren will. Ja, und wenn man rausfinden will, was da drin ist. Also wir haben in sämtlichen Shisha-Foren geguckt und so. Also, wir haben nicht gefunden, was da alles drin ist. War auf der Homepage und alles da, aber erstmal die Sprache, die kannst du nicht entziffern von denen. Ne? Und, aber da steht auch nicht so wirklich was zu den Sorten. Da steht halt nur die Produktliste und mehr nicht. Das ist eigentlich schade, also. Weil so wie bei Catwalk, da hat man ja jetzt zum Beispiel die Sorten, was das ist. Und bei Freestyle auch. Aber hier bei dem. Vielleicht kommt das noch. Aber ja. Würde man sich sehr freuen, damit man wenigstens weiß, was man raucht. Also jedenfalls bei den Samba. Die haben verschiedene Sorten. Da
da sagt der Name schon was. Ja, Samba gibt es. Und was man noch wissen könnte, nicht wissen könnte, ist vielleicht Tango. Tango haben die auch. Das ist ja. Aber sonst, die Sorten sind eigentlich begrifflich bekannt. Also. Ja, ich denke mal, das sollte jetzt auch gewesen sein zu dem Video. Also, haut rein. Und guten Rauch. Peace.